In Bulgarien wird ein neues Parlament gewählt. Regierungschef Bojko Borissow kann auf eine weitere Amtszeit hoffen. In letzten Umfragen lag seine konservative Partei GERB deutlich in Führung, gefolgt von den oppositionellen Sozialisten. Borissow ist seit 2009 fast durchgängig an der Macht. Die guten Aussichten für den 61-Jährigen kommen überraschend. Bulgarien ist das ärmste EU-Mitglied. Das Land wird von Korruptionsaffären erschüttert. Außerdem steht das Corona-Krisenmanagement der Regierung immer wieder in der Kritik. Die Corona-Lage in Bulgarien ist dramatisch. Viele Menschen wollen aus Angst vor einer Ansteckung den Wahllokalen fernbleiben.